Servus Leute, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal auf die Zahlen geschaut habt, aber wir sind 600 Leute, über 600 Leute. 600 Leute in der Gang. Das ist ein kleines Dorf an Leuten hat schon auf Abonnieren gedrückt. Ist es nicht verrückt? Ich finde, das ist verrückt. Findet ihr mich doch ein bisschen cool. Jedenfalls habe ich mir gedacht, heute verwöhne ich euch. Ich wollte eigentlich ein 500 Abonnenten-Special machen, aber das habe ich verschlafen, weil wir von 500 auf 600 so schnell gekommen sind. Das war ein Wahnsinn. Das war so schnell. Jetzt der Boden seifig. Ich mag euch etwas schenken, aber um ehrlich zu sein, habe ich noch keine Ahnung was. Ich dachte, wir machen das jetzt einfach spontan. Deswegen werden wir jetzt einfach gemeinsam den ganzen Tag verbringen und ich werde mir was spontan einfallen lassen. Aber zuerst... Knusprig. Das kann noch mal bevor wir anfangen. Keine Rasierschaum mehr. Da muss ich improvisieren. Ja, funktioniert gar nicht. Ich brauche mehr Schaum. Boah, was ist das? Das riecht komisch. Oh, ja, ohne was hier schauen. Was ist da? Ein Look, ein möglicher Look. Gut. So, ein Kilo weniger im Gesicht. Ich würde sagen, hauen wir uns in die Häuser. Ich habe noch ein bisschen Hunger. Wie schaut es bei euch aus? Machen wir sie noch einen Snack, bevor wir gehen? Ketchup? Nein. Schokobananen? Nein. Ein Brot? Halbwegs frisch. Das am Essen. Wie ihr vielleicht wisst, ist Streichholz eine der besten Erfindungen des Menschen. Zumindest meiner Meinung nach. Der Trick für ein besonders gutes Streichholzbrot ist es, extra viel Streichholz drauf zu geben. Es muss halb Streichholz, halb Brot sein, okay? Auch wenn eure Eltern sagen, nicht so viel Streichwurst, sparsam damit umgehen. Nein, beim Streichwurstbrot muss es so sein. Ein Streichwurstbrot muss, damit es gut schmeckt, solche Berge haben. Lecker. Gut. Meine Haare werden schon lang. Sie sind gerade auf dieser geschissenen Höhe, wo sie mir ins Auge hängen. Besser. Gut. Rotete Straße. Wir sind jetzt hier auf freier Wildbahn. Und ich habe mir gedacht, für alle 100 Abonnenten bekommt ihr ein Geschenk. Was wollt ihr als erstes haben? Okay, okay. Und welcher Geschmack? Okay, mach mal. So, hier bitte. Wie, du wisst es jetzt nicht. Das ist so heiß, das schmilzt sofort. Also eine gute Idee. Ich habe schon ein bisschen was gegessen. Ricard ist eine verrückte Eissorte. Es schmeckt wie ein Nougat-Croissant. Weiterempfehlen. Ich fühlte mich die ganze Zeit beobachtet jetzt. Und ich weiß es auch wieso. Dieser kleine. Hat uns die ganze Zeit zugeschaut. Alter Holzfäller, soll das? Geh aus meinem Video. Hier in der Nähe gibt es außerdem das Berlin-Kebab. Und viele sagen, das ist das beste Kebab in Wien. Das ist das beste Kebab in Wien. Ich habe einen eigenen Favoriten, deswegen glaube ich Ihnen nicht. Aber ich habe mir gedacht, wir sind in der Nähe. Habt ihr noch Hunger? Das war noch nicht genug, gell? Holen wir uns noch einen Kebab. So, ich habe mir jetzt einen Kebab gekauft. Jetzt brauchen wir nur noch ein ruhiges Platz, wo wir es essen können. Ich hasse es, im Gehen zu essen. Planlos durch die Gegend gehen ist ja schön und gut, aber ich finde einfach nichts zum gemütlich essen. Ja, wurscht. Die Pflanze da. Der Pflanzentopf muss reichen. Es ist so heiß. Einer der Leute, die mir den Kebab empfohlen hat, war der Mucki von eurer Mom. Kennt ihr ihn noch? Easy, easy, der beste Kebab. Ich halte dich da jetzt beim Wort, gell, Mucki. Wenn der jetzt nicht der beste Kebab ist, dann habt ihr einen Abonnenten weniger. Der hat schon ziemlich geil ausgestattet und gemacht hat. Viel verschiedenes Gemüse, so viel Soße und du konntest sogar einen Fleischmix machen. Also ich habe Lamm und Huhn in einem Kebab drinnen. So viel Gemüse, fokussieren. Oh, der ist echt gut. Aber ich liebe einfach meinen Kebab. Wollt ihr ein bisschen? Pass ab. Da können überall Leute rausschauen und mich beobachten. Das Ding ist, in Wien ist es noch immer komisch, mit der Kamera so rumzulaufen. Wie ich in Köln war, sind da urviele Leute so rumgelaufen. Da hat sich jeder gedacht, okay, gut, der macht ein YouTube-Video oder was auch immer. Hier ist noch immer so, what the f*** und redet er mit der Kamera. Aber egal, weird sein ist cool. Als nächstes würde ich euch gerne irgendwie so ein kleines Spielzeug Krimskrams-Dings kaufen. Schauen wir mal, ob wir irgendwas finden. Ich sag's euch, ich bin tot. Wir sind schon den ganzen Tag unterwegs. Und wir sind noch immer nicht fertig. Ihr bekommt nämlich noch mehr Geschenke. Aber zuerst einmal
euer Geschenk aus dem Spielzeugladen. Nämlich, ich habe mir gedacht, wie ich dort war, was unterscheidet unseren Kanal von den anderen? Und wer war das? Ein Sidekick! Wir haben jetzt einen Sidekick. Das ist Sauvignon der Pilz. Er heißt Sauvignon wie der Sauvignon Blanc, der Wein. Ich trinke ihn nicht besonders gerne, aber ich finde den Namen ganz cool. Und bis ihr einen besseren Vorschlag macht, heißt es jetzt so. Das Gute am Sauvignon ist, er ist immer gut drauf, wie man sieht. Also wird immer viel Freude und Energie in den Kanal bringen, hoffentlich. Ja, das ist ein positiver Pilz, oder? Verstehen nur nicht. Er muss sich erst einleben. Ah ja, und jetzt gerade, wie ich in der U-Bahn gesessen bin, bin ich draufgekommen. Ich habe endlich verstanden, was an diesem Videostil, also dieses klassische Vlog in der Hand halten, was das so attraktiv, also was das Gute daran ist. Ich mag nämlich immer relativ wenig so machen und viel eher hochwertiger produzieren. Aber dann ist mir eingefallen, wir sind ja hier auf YouTube. Das heißt, auf YouTube geht es eher um die Persönlichkeit. Also wenn ihr mich mögt, mögt ihr den Kanal auch. Und wenn ihr den Kanal mögt, abonniert sie auch und schaut sie Videos. Und dieser Videostil, wie sage ich das jetzt, ohne irgendwie merkwürdig zu klingen, er ist halt sehr authentisch und echt, wisst ihr? Das ist halt so, wenn ich das irgendwie schön produziere und Kamerafahrten und alles mache, dann ist das, da ist eine Wand zwischen uns dann, wisst ihr? Und die ist so nicht, das ist sehr, als würden wir beide einfach was machen. Wollte ich nur mal kurz festgestellt haben. Ich höre schon auf. Was steht als nächstes an? Uns ist aufgefallen, dass euch schon ein bisschen langweilig ist. Deswegen hat Sauvignon ein paar Anrufe getätigt und hat eine kleine Showanlage für euch organisiert. Seid ihr bereit? Schaut euch meine Augen an. Ich habe schon richtige Augensäcke. Ich schneide oft in der Nacht. Und das ist nicht gut anscheinend. Heute gehe ich früher schlafen. Jetzt muss ich noch das richtige Setup für euch finden, damit ihr die Show genießen könnt. Schaut gut aus. Seid ihr bereit? Ja? Na gut, Sauvignon, bitte sie heran. Oh yeah. Wir waren zwar erst tanzen, aber da bekommt man fast wieder Bock zu tanzen, oder? Ding. So lässt sich der heißeste Tag verbringen. Jetzt ist mir noch heißer, aber wir haben euch noch zwei Sachen mehr versprochen. 600 Abonnenten, 6 Geschenke. Ein Energy Pump. Gehen wir weiter. Hast du einen Vogel gesehen? Der war ziemlich schön. Kann den wer identifizieren vielleicht? Okay, nicht nervös werden. Oh shit. Bist du Abonnent? Hey, kein Grund nervös zu sein. Ja, ich bin's. Niki von B-Roll Productions. So ein Schüchterner. Wir sind jetzt wieder zurück in der B-Roll Höhle. Und ich habe mir gedacht, als fünftes Geschenk möchte ich euch ein bisschen den Anblick erleichtern. Ich meine, das kann man sicher nicht länger als 10 Sekunden anschauen. Deswegen gehen wir mich ein bisschen aufstylen. Ich glaube, eine Brille wär's. Die. Yeah! Euer Boy ist sexy. Hey Lady, was ist los? Jetzt werden die Videos gleich viel intenser. Aber wenn ihr mitgezählt habt, ein Geschenk fehlt noch und dafür muss ich euch kurz fixieren. Für den sechsten Punkt werde ich aber die Brille wieder runtergeben, egal wie gut ich damit ausschaue, weil das sechste Geschenk ist ein bisschen Real Talk. Aber das ist jetzt einfach für die wahren Fans des Kanals, weil ich weiß, dass die anderen schon längst nicht mehr schauen. Ich möchte jetzt noch ganz kurz etwas besprechen, was mir am Herzen liegt ein bisschen, nämlich die große Frage zu klären, was ist dieser Kanal eigentlich, um was geht's? Denn meistens, wenn man über seinen Kanal redet, wird die erste Frage gleich sein, was für Videos machst du? Und zurzeit finde ich das etwas schwer noch zu sagen bei meinem Kanal. Ich meine, ich mache Comedy einerseits, ich nenne es jetzt mal Comedy, und auf der anderen Seite mache ich auch Reisevideos, aber in der Zukunft möchte ich meinen Fokus eher auf die Reisevideos shiften. Ich möchte nie das Lustige und den Comedy-Aspekt verlieren, aber ich möchte eben mit euch eher die Welt erkunden gehen. Wenn ihr euch ein bisschen mit dem Kanal beschäftigt habt, ist euch sicher schon auffallen, dass erstens in der Kanalbeschreibung, aber auch im Kanal-Titelbild Gehen wir was erleben steht. Wenn ihr kein Österreicher seid, dann heißt das so viel wie Gehen wir was erleben. Nichts Besonderes. Aber genau das ist eben mein Ziel
und mein Traum mit diesem Kanal. Ich möchte eines Tages die Möglichkeit haben, dass ich mit euch die ganze Welt anschauen kann. Ich möchte mit euch jedes Land bereisen. Ich möchte jedes Essen gegessen haben, egal wie ausgefallen. Ich möchte mit euch jedes Tier sehen, jede Pflanze, jede Kultur kennengelernt haben. Denn ich finde, die Welt ist so groß und ich finde, man sollte sich nicht auf den Standpunkt beschränken, auf dem man lebt, sondern wirklich offen für die ganze Welt sein. Okay. Aber wie ihr wisst, ist Reisen teuer und ich bin noch nicht so weit, dass ich um die ganze Welt einfach reisen kann. Dabei mache ich noch viele Videos, die mir einfach Spaß machen, wo ich mir in der Früh denke, hey, das fände ich lustig, das mache ich heute. Denn ich finde, wenn ich Spaß habe, habt ihr wahrscheinlich auch mehr Spaß. Das war jetzt mein kurzes Gerede, Geplapper über den Kanal, über die Zukunft, über meine Vision, damit ihr mich ein bisschen besser versteht und auch den Kanal besser versteht. Nochmal herzlichen Dank wirklich für die 600, über 600 Abonnenten. Auch vom Souvenir. Oder Souvenir. Tut so cool. Ich bin noch nicht ganz überzeugt von ihm. Souvenir, du musst dich ein bisschen mehr anstrengen. Nein, aber wirklich, 600 Abonnenten. Ich weiß, ich schaue wahrscheinlich auch YouTuber mit viel größeren Zahlen, aber 600 Abonnenten ist wirklich extrem viel für mich. Das ist wie bereits am Anfang des Videos gesagt, das ist ein Dorf, das einfach auf Abonnieren geklickt hat und dafür bin ich wirklich dankbar. Ich bin auch sehr stolz darauf und ich freue mich schon sehr auf die Zukunft mit euch. Souvenir, magst du den Abspann machen? Exacto.